Servus und herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin der BabyLolo007 und möchte euch heute eine weitere Windel vorstellen. Hier handelt es sich um eine Windel aus Kaufland. Um die Ultra Active Windel in der Größe 6 von 16 bis 30 Kilo. Neue Qualität, optimierte Passform, verbesserter Auslaufschutz. Ich bin selbst gespannt gewesen, habe die für euch getestet. Ultra soft, bequem und so weiter und so fort. Also sie sollen einen Haufen Technikkram in sich haben, auch diese Dry-Lock-Technologie, wie wir das bei den Magics zum Beispiel schon mal gehabt haben. Ich werde da nochmal so über das Dry-Lock-Technologie-Verfahren, werde ich euch nochmal so ein kleines Video machen. Sobald das Video rauskommen ist, werde ich euch auf jeden Fall, zumindest meine Abonnenten, wo diese Glocke aktiviert habt, eine Benachrichtigung kriegen. Wenn euch das auch interessiert, wenn das Video rauskommt, dann abonniert mich, macht die Glocke an, dann kriegt ihr jedes neue Video, was ich hochlade, was verfügbar ist. Was also wie gesagt neu auf meinem Channel ist, kriegt ihr dann quasi mitgeteilt. Also es rentiert sich, die Glocke anzumachen, weil ich im Moment nicht mehr so wochenweise arbeiten werde. Also nicht jede Woche eins, sondern mal so alle 4, 10 unterschiedliche Tage halt ein bisschen unterschiedlich wieder arbeiten tue mit YouTube. Ja, und hier haben wir natürlich die Verpackung von vorne und hier haben wir die Verpackung von hinten. Wenn ihr das alte Video sehen wollt, ich packe euch das in die Videobeschreibung. Und da seht ihr quasi die alte Ultra Active Windel in der Größe 6. Ja, die Packung, wie gesagt, ist von Kaufland, also Classic Baby quasi. Sind 25 Stück in der Packung. Der Preis kostet 4,29 €. Es ist natürlich eine Eigenmarke, das heißt, ihr werdet diese nur bei Kaufland kriegen. Sie gibt es natürlich auch in den Größen 4, 5 und 6. Aber es geht ja hier um die Größe 6. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu der Windel selber. Und dann sind wir mal gespannt, wie die Windel ausschaut. So, hier haben wir die Windel selber. Und ich muss sagen, ich habe leider keine jetzt mehr rumliegen von den normalen Kaufland Classic Baby Windeln. Ja? Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auch mal angucken. Das Motiv ist fast dasselbe, meiner Meinung nach, soweit ich das noch im Kopf habe. Hier haben wir quasi so Sternchen oder Blümchen. Hier haben wir einen Elefant auf einer Wolke, auf einer Sonne, keine Ahnung. Kann ich nicht beschreiben. Sonst ist sie hier oben recht grün. Wir haben hier das Kark Baby oder Kaufland Baby Logo. Wir haben auch die Größe 6XL, was echt ziemlich groß dimensioniert ist. Auch der Klett ist quasi ziemlich dimensioniert. Hier drüben haben wir noch eine Eule, da ist noch ein Vogel. Ja, das war jetzt von vorne. Und hinten ist sie quasi auch wieder so grünlich oben. Auch wieder das Classic Baby Logo drauf. Dann auch wieder Vögel, eine Giraffe, worauf glaube ich eine Wolke steht oder was auch immer, eine Blume. Ob das jetzt Sterne, Blumen oder was sein sollen, kann ich euch leider nicht sagen. Ja, hier haben wir die Windel von vorne, beziehungsweise vorne das innere Leben. Ja, wir haben hier einen doppelten Auslaufschutz, der aber übrigens komischerweise lila ist. Aber ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht lila sehen, weil ich kenne meine Kamera. Hier mit dem äußeren Auslaufschutz. Sie hat ja wie gesagt auch diese Dry-Lock-Technologie. Ich hoffe, man sieht es jetzt bei dieser, bei The Magic hat man es glaube ich nicht gesehen. Man hat hier so kleine einzelne Vierecke. Was das aber genau ist, da werde ich demnächst nochmal ein Video zu machen, weil ich bin jetzt selber gespannt. Ich habe ja schon mal so ein extra spezifisches Video gemacht, den Pampers mit ihren Magical Pots, also mit den absorbierenden Kanälen. Das Video packe ich euch unten rein, dann könnt ihr das euch auch mal anschauen. Ich glaube, die Dinger haben fast dieselbe Wirkung, aber ich, keine Ahnung, bin gespannt, ich weiß es nicht. Ja, wir haben hier vorne ungefähr 2 cm Verlust, wo kein Saugkern ist. Wir haben hinten leider ungefähr wieder, grob geschätzt, 1/4 der Windel, wo kein Saugkern ist. Was aber der Saugleistung, trotz dass da was fehlt, keinen Abbruch tut. Sonst muss ich sagen, finde ich die Windel recht bequem. Ja, sie passt sogar noch mir. Sie ist auch recht dünn. Ja. Also wie dünn genau kann ich euch jetzt nicht sagen. Habe jetzt keinen Zollstock da. Sie ist auf jeden Fall, wie gesagt, recht dünn. Und ich muss sagen, wie gesagt, sie passt ja auch noch mir. Also sind wir hier circa bei 82 cm maximaler
Umfang. Das heißt, wir befinden uns, wenn wir den Stretch ziehen, ungefähr da, ja, also quasi nach dem Klett, und ihr seht schon, es hält, ja. Also ich würde euch niemals sagen, klebt sie hier hin, weil dass das mal rausreißt, habe ich schon oft genug erlebt, ja. Deswegen alles, was, sagen wir mal, bis, wie gesagt, hier geht, lasse ich bei mir noch gerade so durchgehen. Aber am liebsten ist man es halt hier, weil da ist es halt doch ein bisschen vernünftiger. Gut, der klebt jetzt nochmal, der hat sich jetzt Fusseln dran. So. Ja, natürlich, das Saugummi, habe ich ja gesagt, bringt keinen Abbruch, dass da hier was fehlt. Weil hier, wie gesagt, ein Viertel der Windel keinen Saugkern hat. Liegt man trotzdem zwischen 550 und 600 Milliliter. Getestet an natürlich meinem oder an meinem. Aber es sagt mit meinem Testverfahren getestet. Den Link zu meinem Testverfahren, wie teste ich Saugleistung, glaube ich, in der Videobeschreibung. Guckt mal rein, ist sehr amüsant und sehr witzig, vor allem mit dieser Farbe. Sonst würde ich sagen, das war's von mir. Und der Classic Baby Ultra Active Windel in der Größe 6. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch. Dann, wenn es natürlich nicht gefallen hat, dürft ihr mir auch gerne einen Daumen runter geben. Aber Daumen hoch finde ich auf jeden Fall besser. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, wie gesagt, um natürlich die neuen Sachen zu erfahren. Explizit die Twilock-Technologie oder sowas. Einfach abonnieren, die Glocke aktivieren und fertig. Dann wisst ihr das, wenn ich ein neues Video hochbringe. Ihr könnt euch freuen, dass ihr wisst, was dann die Dwellock-Technologie, oder ihr könnt euch freuen, weil dann noch eine andere Windel kommt, wo ich euch vorstellen möchte. Wie gesagt, lasst euch einfach überraschen. Und wie gesagt, für jeden Abonnenten, wo mich, oder für jede Person, wo mich abonniert, bin ich echt sehr dankbar. Dann weiß ich, meine Videos kommen wenigstens an. Bis die Tage denn, euer Babylolo 007.